bist du? Ich bin hier oben. Wo? Hier auf dem Dachboden. Was machst du hier? Guck mal hier, die alten Kisten. Diese hier von 1836. Das sieht aus wie die alten Sachen von Opa. Opas alte Pfeife. Melle, meine Stadt. Von Tom Winkler aus Jörnbeck. Hatte da nicht Opa mitgespielt? Doch, da war irgendwas. Das wäre doch schön, wenn wir uns den irgendwie angucken könnten. Ja, das wäre interessant. Ich überlege auch schon. Aber ich glaube, ich kenne da auch jemanden. Meine Stadt, meine kleine Stadt, inmitten Wäldern, Feldern, Wiesen, im Tal zwischen Wien, Gebirg und Teutoburger Wald, die Perle des Grönegaus. Über 500 Jahre alt ist diese Stadt, aber mit ihrem freundlichen Gesicht im Grünen wirkt sie jung und lebendig. Jeden Tag, wenn der Morgen einzieht, ins Elsetal begrüße ich sie. Ich mag sie gern. Aber sagt das nicht jeder von seiner Heimatstadt? Von meiner Stadt aber hat ein Fremder einmal gesagt, Melle ist eine Stadt, die man lieb haben kann, ohne darin geboren zu sein. Warum ist das so? Darf ich Sie mitnehmen auf einen Weg durch die Stadt? Dann werden Sie den Fremden verstehen. Leben ist in den Straßen, die sich den Charakter einer niedersächsischen Kleinstadt bewahrt haben. Alte, gepflegte Bürgerhäuser in ihrer typischen Bauweise haben Jahrhunderte kommen und gehen sehen. Noch gibt es stille Plätze und Straßen. Die Zeit schiene stillzustehen, wenn nicht überall die Gegenwart die Häuser blitzblank putzte. Kleinstadt, fleißiger Ackerbürger war sie einst. Und diese Züge tragen einige Straßen noch heute. Hier ist der Mittelpunkt der Stadt. Der Rathausplatz und das klingende Glockenspiel ist eine Einheit. Seit ein Sohn der Stadt nach Amerika ausgewandert, seiner Heimat dieses Geschenk vermachte. Der Klang des Glockenspiels bricht sich an den schönen alten Giebeln und Häusern der nahen Umgebung. Das Haus Prior war in alter Zeit Poststation. Hier blies der Postillon lustig ins Horn. Heute grüßen stattdessen die Glockenspielklänge zu den alten Herrenhäusern herüber. Zum Haus Walle,
früher ein adeliges Burghaus. Und zum Haus Engelgarten, alte Herrensitze, die mit ihren Wappen und Inschriften auf ein ehrwürdiges Alter deuten. Im Haus Formelle lebte Jenny von Vogts, Mösers Tochter, die eine Brieffreundschaft mit Goethe verband. Über die Dächer ragen in naher Nachbarschaft des Glockenspiels die beiden Kirchtürme der Stadt. Sie grüßen im Trauten nebeneinander jeden, der sich der Stadt nähert. Zeugnisse alter Kirchenkunst neben Stifter- und Patronatsherrenwappen aus vergangenen Jahrhunderten. Die Matthäuskirche, um 1200 entstanden, ist die älteste Kirche im Grönegau. Ein moderner Altar kontrastiert zu alten Plastiken. Hier St. Viro, Osnabrücks erster Bischof. Wertvollstes Kunstwerk des Gotteshauses ist die Madonna aus dem 15. Jahrhundert. Die Jugend, die spielt im Schatten der Kirche. Und im Schatten der Türme des Rathauses hat sich noch ein Überbleibsel aus alter Zeit erhalten, der Markt. Allwöchentlich entfaltet er ein buntes Angebot aus dem landwirtschaftlichen Hinterland. Hier zwischen Blumen wird mein altes Herz wieder jung. Mach ich doch einen Abstecher in meine Jugend. Meine alte Schule. Der Kleine hier hätte ich sein können vor etlichen Jahrzehnten. Aber diese Entdeckung, die er macht, die hätte ich als Kind nicht machen können. Das hat diese Jugend uns voraus. Da gleiten sie lautlos hoch oben dahin, die Segelflieger, die zum Himmel über der Stadt gehören wie das Blau und die Wolken. Uralter Traum der Menschheit, wie ein Spielzeug. Aufgereiht die Häuserzeilen, einem Baukasten entnommen unsere Stadtrandsiedlung, Betriebe und Sportstätten. In einer Ordnung, wie sie sich einem Fußgänger niemals offenbart. Hier wird deutlich, sie wächst, unsere kleine Stadt. Sie platzt förmlich aus den Nähten. Aber die Ordnung in der Stadtplanung kommt nicht von allein. Irgendwo schlägt das Herz dieser Planung und bestimmt Rhythmus und Wachstum. Der Rat der Stadt sind die planenden Kräfte. Hier wird beraten, ehe etwas Neues Gestalt annimmt. Hier schlagen die Impulse, die die Zukunft gestalten, nach dem getreulich befolgten Wahlspruch: Ehret das Alte, waget das Neue. Straßen werden gebaut, neue Wohnstraßen erschlossen. Südlich des Grönebergs wuchs dieser freundliche neue Stadtteil. Neben alten Schulen wachsen neue, im Stile unserer Zeit, mitten im Grün, beneidenswerte Jugend.
in großzügiger Planung entstand an der Sonnenseite des Klefts ein neues Wohngebiet, wo noch unlängst unansehnliche Industriewohnbauten standen, bietet sich heute dieses erfreuliche Bild. Mein tägliches Ziel, der Kurgarten. Ja, meine Stadt ist ein Kurort. Kein betriebsamer, sondern einer, der Ruhe und Erholung schenken will. Nanu, naht mich ein Traum? Hier komme ich gerade recht. Der Kurgarten hat fürwahr ein wandlungsfähiges Gesicht. Heute bestimmen dieses Gesicht die Gäste unserer Stadt. Turnerinnen und Turner aus der niedersächsischen Landesturnschule, die bei uns ihr Zuhause gefunden hat. Sie absolvieren im Grünen ihre Generalprobe für die deutschen Turnmeisterschaften. Diese Jugendgruppe, wiederholt deutscher Meister, probt für den gleichen Zweck. Zurück. Anmut der Bewegung. Glück, jung zu sein. Verweile doch, du bist so schön. Wer sich doch Jugend und Gesundheit erhalten könnte. Ja, man kann. Unser Solbad gibt die beste Hilfestellung. Heilende, kräftigende Sole strömt aus der Erde zum Greifen nah im Badehaus. Unterwassermassage durch geschultes Personal ist ein weiterer Weg. Den Herren der Schöpfung ein Fingerzeig. Überschüssige Fettpolster sind in der Sauna abzuladen. Diesen Spaß kann jeder haben. Verdiente Ruhe genießen Sie im freundlichen Ruheraum. Sohle ist keineswegs nur für Alte und Gebrechliche da. Oh nein, besonders auch für die Kleinen. Ganze Schulklassen und die Kinder aus den Heimen der nahen Umgebung sind regelmäßige Gäste im Solbad. Der Kurgarten grenzt direkt ans Ufer der Else. Ein kleiner Fluss, der den Grönegau durchquert, hier noch stellenweise ein romantischer Bach mit hängenden Birken an seinen Ufern. Hier kühlten wir Jungen früher unseren sommerlichen Übermut. Wie gut hat es dagegen die Jugend von heute in ihrem vorbildlichen Freibad. Es ist schön, den Promenadenweg am Fluss entlang zu wandern. Die Verbindung zwischen Kurgarten und Gröneberg. Aber da haben wir noch unsere Wälder. Sie sind fast greifbar nahe. Hier kann man stundenlang wandern und echte Ruhe finden. Unsere Laienspieler in der Waldbühne ziehen im Sommer viele Besucher aus nah und fern an. Köstliche Szenen lassen Sorge und Alltag vergessen. Und wer von den Kleinen kennt den Märchenwald nicht?
Möchten Sie lieber Tieren in freier Wildbahn begegnen? Hier gibt es noch eine echte Begegnung mit dem Wild in freier Natur. Im Wildpark rund um die Dietrichsburg kreuzt so manches Wild unseren Weg. Auf den Turm der Dietrichsburg bin ich trotz meiner Jahre geklettert, um oben den herrlichen Blick über meine geliebten Berge zu genießen. Im Süden liegt das romantische Gut Bruche. Im Norden der schöne Renaissancebau des Schlosses Ostenwalde. In seiner Umgebung sind köstliche Details zu entdecken. Im Westen die alte Wasserburg Gesmold. Fast unverändert hat sich dieses Kleinod durch Jahrhunderte erhalten. Um sich an Wasserrosen zu erfreuen, braucht man nicht Wasserschlösser zu besuchen. Sie blühen auch am Stadtrand, am Grönenberg. Ein besonders hübscher Flecken, der Heimathof. Ein niedersächsischer Bauernhof mit seinen Nebenbauten bleibt hier der Nachwelt erhalten. Mit neuer Zweckbestimmung. Das Bauernhaus als Landesturnschule. Der Kotten als gastliches Haus für alle Besucher. Der Speicher als Heimatmuseum. Durch diese Tür trete ich ein in die Vergangenheit, wo alte Handwerkskunst bleibende Werte schuf. Noch lebt die Holzschnitzkunst vereinzelt fort. Aber die Neuzeit verändert das Gesicht des Handwerks. Gewerbefleiß ließ Industrie wachsen. Naheliegend war die Holzverarbeitung. Umwälzender Fortschritt zeichnete Spuren. So arbeiten für die moderne Wohnkultur etliche Betriebe. Wohnungseinrichtungen gehen von hier aus in alle Welt. Der Technisierung der Landwirtschaft dienen andere Betriebe. Hier glühen keine romantischen Schmiedefeuer mehr, wie zu meiner Jugendzeit.
An Mammutpressen und Präzisionsmaschinen stehen tüchtige Facharbeiter unserer Stadt. Hat es gepackt, das Kunststoffzeitalter. In diesem plastikverarbeitenden Betrieb wird der Rohstoff unserer Zeit zu Gebrauchsgegenständen geformt. Was an Einrichtungen und Werten durch Fleiß in Jahrhunderten geschaffen wurde, schützt unsere Feuerwehr. Wassermarsch war schon oft Auftakt zu mutigen Einsätzen. Saure Arbeit, frohe Feste. Wer tagsüber fleißig schafft, verdient die Freude des Feierabends. Ein Höhepunkt im Jahr ist das Schützenfest. Volks- und Tonfeste bringen die ganze Stadt auf die Beine. Bis in die Nacht wucht es durch die Straßen beim abendlichen Feuerwerk. Sommerabend im Kurgarten. 10.000 Lichter flammen auf. Diese Sinfonie der Farben von nächtlichem Himmel erleben alljährlich Tausende. Liebliches Gegenstück. Das Blütenfest. Festlicher Höhepunkt des Sommers in der Badestadt, verbunden etwa mit einem Tanzturnier. Anlass auch für die originelle Thalientaufe. Nicht nur die leichte Muse kommt zu Wort. Orchester sind willkommene Gäste. Mozart und auch moderne Komponisten entrücken dem Alltag. Natürlich haben auch unsere Kleinen ihr Fest des Jahres. Leider müssen sie darauf bis zum Winter warten. Ihr Freund, St. Nikolaus, entschädigt sie für langes Warten und kalte Nasen. Einige tausend glücklicher Kinder beschenkt der gute Alte
im Auftrag der Stadt oben auf der Treppe des Rathauses. Schöne Erinnerung an die Feste unserer Stadt. Hier klingt sie aus. Jugend verdrängt sie, die nach dem Weg zur Jugendherberge fragt. Dort drüben der schmucke Fachwerkbau. Ach, wer da mitziehen könnte. Mich zieht es ins gastliche Haus des Heimathofs. Hier ist Vergangenheit lebendig. Aber draußen, nur einen Steinwurf weit, lebt die Gegenwart. Die Gegenwart einer Stadt, die mit starkem Impuls in die Zukunft drängt, die weiter wachsen wird durch Fleiß und Umsicht, die den Fremden die Türen dieser Landschaft offen hält, die der Schöpfer mit so vielen Vorzügen ausstattete, damit sie diese Stadt lieb gewinnen, auch wenn sie nicht dort geboren sind. Melle, meine Stadt. Über 500 Jahre Stadtgeschichte und 50 Jahre Filmgeschichte. Doch was hat sich seitdem verändert? Begleiten wir die beiden auf einer Reise durch Melle. Mit den Jahren ist Melle zwar älter geworden, doch ist die Stadt so jung wie nie. Das Rathaus wacht seit eh und je über die Menschen in Melle. Herr Mittelstädt. Ja, grüß Gott. Können Sie uns was zu dem Glockenspiel sagen? Wenn ich so nett gefragt werde, will ich die Frage wohl gern beantworten. Ungefähr 1924, wenn ich mich richtig erinnere, ist das gestiftet worden von einem Meller. John Kruse hieß dieser Mann. Der ist damals in die USA ausgewandert, ist in Melle immer noch ein bekannter Meller-Mitbürger und der hat dieses Glockenspiel gestiftet, um auch in den Vereinigten Staaten seine Verbundenheit mit seiner alten Heimat zum Ausdruck zu bringen. Hast du eine Ahnung, wie alt das Meller Rathaus sein könnte? Nee, keine Ahnung. Raten. 1900? Gar nicht so schlecht geraten. Das ist genau vor 102 Jahren hier fertiggestellt worden, dieses Gebäude. Und damit ist es eigentlich im Vergleich zu Osnabrück, da ist das Rathaus 500 Jahre alt, ein relativ junges Rathaus. Mhm. Aber es gab schon drei Vorgänger, die haben ja immer an der gleichen Stelle gestanden. In einer ganz typischen Nachbarschaft zur Kirche dort drüben. Und damit ist Melle ein klassisches Beispiel für eine Stadtstruktur für mittelalterliche Städte in Deutschland. Ich könnte Bielefeld nennen, ich könnte Hannover nennen, ich könnte Hamburg oder Lübeck oder Stralsund erwähnen. Diese Nachbarschaft, die ist ganz kennzeichnend. So, ciao. Dankeschön. Danke. Der Brunnen ist auch heute noch der Mittelpunkt des florierenden Stadtlebens. Viele Straßen, die das Zentrum umschließen, sind immer noch stadtprägend. Die Kirchstraße, die Haferstraße, auch der Neue Graben. Von hier ging 1720 der große Brand von Melle aus. Die schönen Giebel der Häuser am Markt blicken auf die Menschen herab. Die belebte Mühlenstraße,
die alte Posthalterei, der Eingang zum Gutshaus Walle und die adlige Anlage Engelgarten von 1767. Am Haus vor Melle findet man noch immer den alten Schriftzug, welcher an die Schriftstellerin Jenny von Vogt erinnert. Heute nutzt die Redaktion des Meller Kreisblattes die Räumlichkeiten dieses historischen Hauses. Komm mal her! Guck mal hier! Hier sind ganz viele verschiedene Waffen. Ja, die sind ganz vorne. Hallo. Hallo! Hallo! Könnt ihr euch die Symbole erklären? Nein. Die Blüten da oben? Die symbolisieren unsere 56 selbstständigen Gemeinden vor 1972. Und darunter die Wappen, das sind Teil unserer 13 Städtepartnerschaften, die die Stadt Melle pflegt. Dankeschön. Gerne. Unverkennbar, die Türme der beiden Meller Kirchen. Die alte Matthäuskirche ist etwa um 1200 hier auf dem Kohlbrink erbaut worden. Das Kreuz und der Predigtstuhl sind wertvolle Relikte, die nach dem Kirchenumbau erhalten geblieben sind. Ebenso die Klausingorgel mit dem Prospekt von 1713. Die über 400 Jahre alte Madonna weist den Besuchern den Weg von der alten Kirche in den neuen einladenden Anbau, der 1974 errichtet wurde. Die evangelische Petrikirche ist 1723 fertiggestellt worden. Die Christian-Vater-Orgel von 1724 und das Kircheninnere lassen erkennen, dass hier die umliegenden Adelshäuser ihre Spuren hinterlassen haben. Oh, guck mal, 1644. Ja, das ist in der Tat das älteste Haus von Melle. Die Franzosen haben vor etwa 200 Jahren hier das Postwesen organisiert. Sie suchten eine Unterkunft für ihre Reisenden und auch eine Verpflegung und haben hier dann die alte Posthalterei als Poststation eingerichtet. Aber die Post ist doch jetzt woanders. Jetzt ist die Post woanders, sind hier in dem Raum kulturelle Veranstaltungen, Versammlungen und so weiter. Vielen Dank. Der traditionelle Wochenmarkt im Schatten des Rathauses entfaltet jeden Mittwoch und Samstag seine ganz eigene Atmosphäre. Zum Schlendern, Genießen oder Plaudern ist er ein beliebter Treffpunkt der Meller Bürger. Noch heute wird er nach seinem Marktrecht von 1443 abgehalten. Ist größer geworden. Von weit her und aus allen Richtungen strömen nun die Straßen zum unverwechselbaren Stadtkern. Auch die Sportanlagen, die Industrie- und Gewerbegebiete und natürlich die vielen neu entstandenen Siedlungen haben ihren festen Platz in Melle vergrößert. Nun ist sie eine moderne Stadt im Herzen des Grönegaus, die sich stetig weiterentwickelt. Segelflieger, seit Jahrzehnten fester Bestandteil in Melle, gleiten noch immer lautlos durch die Lüfte, um die ungebrochene Schönheit des Grönegaus zu entdecken.
Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, ich muss ins Forum zur Stadtratssitzung. Findet die nicht eigentlich im Rathaus statt? Ja, das war mal früher in unserem historischen Rathaus, aber das ist inzwischen viel zu klein. Die wichtigen und großen Feierlichkeiten und die Stadtratssitzung finden jetzt immer hier im Forum statt. Das Forum Melle, 1996 erbaut, hat sich zu einem geschätzten Veranstaltungsort in Melle entwickelt. Der Bürgermeister André Berghäger, der Ratsvorsitzende Siegfried Göhner, die Verwaltung und der Rat der Stadt Melle tagen hier viermal im Jahr zu einer gemeinsamen Sitzung. Es wird aber nicht nur beraten, sondern auch fleißig gebaut. Das alte Motto »Ehret das Alte, waget das Neue« gilt auch noch heute. Als die Firma Starke ihre Produktion von der Innenstadt an die Oldendorfer Straße verlegte, entstand ein zweites Zentrum mit Lebensmittelmarkt, Sportfachgeschäft und eine vielfach ausgezeichnete Stadtbibliothek. Die Straßen müssen regelmäßig saniert werden, Häuser energetisch verbessert werden und natürlich städtische Gebäude wie die Schulen unterhalten werden. Nach wie vor nutzt man gerne bei gutem Wetter die Grünanlagen der Stadt im Kurpark, um sich zu erholen. Der Ball als Gymnastikhilfe hat keineswegs ausgedient, wenn auch die rüstige Generation die Schönheit und die Ruhe des Kurparks nutzt, um fit zu bleiben. Nach weit über 100-jähriger Geschichte des Solbades Melle musste Abschied vom alten Bad genommen werden. Der Betreiber, Herr Ostermeier, wahrte es und erwarb das alte Bahnhofsgebäude. Das Bad Melle, so der neue Name, lässt nicht nur die Kinderaugen im neuen Bewegungsbecken wieder glänzen. Die Erwachsenen erfreuen sich bei der Wassergymnastik und in der Sauna der wohltuenden Wirkung des warmen Wassers und der heißen Luft. Der große Meller Sportverein SC Melle 03 hat über 6000 Mitglieder. Neben Bewegungssport, Tanzen und Fitnessstudio bietet er alle Sportarten an, die man sich wünschen kann. Ob Fußball, Biathlon oder Triathlon, Sport wird in Melle großgeschrieben. Der Meller Stadtlauf, vom SC Melle organisiert, zieht auch die ganz jungen Teilnehmer an. Hier kann jeder mitmachen, der sich fit genug fühlt. Für alle, denen dabei zu warm wird, gibt es noch das Freibad. In der sommerlichen Hitze gibt es hier genügend Möglichkeiten, sich abzukühlen oder auszutoben.
Doch Melle hat auch seine romantischen Seiten. So jung die Dietrichsburg ist, so mittelalterlich ist sie. 1844 erbaut, steht sie nämlich auf den Fundamenten einer Wittekindschen Volksburg im 9. Jahrhundert, bewohnt von Graf Dietrich, dem Urenkel Wittekinds. Die Anhöhe hat schon zu Zeiten der Varusschlacht eine wichtige Rolle gespielt. Den wunderschönen Ausblick über den Grönegau kann man noch heute, Jahrhunderte später, genießen. Etwas Mut gehört schon zu einem Spaziergang im Wildschweinpark. Ist man doch durch keinen Zaun von den Tieren getrennt. Aber die etwa 100 Wildschweine sind die menschliche Nähe sichtlich gewohnt. Das Wandern wurde nicht nur damals großgeschrieben. In den Sommermonaten machen sich zahlreiche Wanderer auf den Weg, den beschaulichen Meller Wald, seine klaren Bäche und grünen Wiesen zu genießen. Vielleicht entdecken Sie sogar die Meller Waldbühne. Hier wird in einem ehemaligen Steinbruch das Publikum mit Nachmittags- und Abendsstücken begeistert. Das Gut Bruche mit seinen Fachwerkhäusern ist im Privatbesitz der Familie von Bahr. Das Haupthaus ist aus dem Jahre 1733, wobei die älteste bekannte Erwähnung aus dem Jahre 1180 ist. Das Gut Ostenwalde wird 1343 erstmals erwähnt. Der älteste Teil des heutigen Herrensitzes ist aus dem Jahre 1689. Das Wasserschloss in Gesmold gehört zu den ältesten Gebäuden des Grönegaus. Der Turm, erbaut um 1200, und die Schlossanlage von 1534 lassen den Glanz der damaligen Zeit erkennen. Eigentümer ist seit 1664 die Familie von Hammerstein. Das Gut Sondermühlen findet seine erste Erwähnung im Jahre 1350. Das alte Mühlrad wird vom Violenbach angetrieben. Eigentümer ist die Familie von Richthofen. Das Schloss Königsbrück liegt am Stadtrand von Melle und gehört ebenfalls zur Familie von Richthofen. Die älteste bekannte Erwähnung ist aus dem Jahr 1070. Verlassen wir die gute alte Zeit der Schlösser und Burgen und wenden uns der neueren Geschichte zu. Das Meller Automuseum ist ein ganz besonderes Museum. Hallo. Hallo. Grüße. Hallo. So, wollen wir mal ein bisschen gucken? Ja. Hier sind wir jetzt in der obersten Etage vom Museum. Dieses Museum in Melle ist ja irgendwie was Tolles. Alles, was man hier sieht, ist alles fahrbereit. Alles fährt. Das gibt es sonst in keinem anderen Museum. Wir haben uns einfach gesagt, wozu ist ein Museum da? Das soll Dinge für die Zukunft erhalten. Das geht aber nicht durch stehen lassen, da steht sich das kaputt. Das geht durch Benutzung. Und das führen wir jetzt schon seit 35 Jahren durch. Der Grönenbergpark ist so beschaulich wie eh und je. Seit kurzem gibt es hier den New Melle Platz,
Er soll an die vielen Auswanderer nach Amerika erinnern, die vor 150 Jahren unsere Stadt verließen und dort die heutige Partnerstadt New Melle gegründet haben. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja. Können Sie uns was über das Museum erzählen? Ja, aber gerne. Kommen Sie mal rein. Danke. In diesem Gebäude, unserem Speicher von 1771, zeigen wir bäuerliches und bürgerliches Leben aus den letzten Jahrhunderten im Grönegau. In Erinnerung an alte Handwerksarbeit lebt hier die Vergangenheit weiter. Doch auch die Zukunft hat in Melle Einzug gehalten. Moderne Firmen treiben die Stadt heute voran. Neun feierte die Freiwillige Feuerwehr in Melle ihr 125-jähriges Bestehen. Rauschende Feste gibt es heute genauso wie vor Jahrzehnten. Aber Melle hat sich auch hier gewandelt. Viele Veranstaltungen wurden durch modernere ersetzt und haben neue, starke Anziehungskraft gewonnen. Schön, dass es den Geranienmarkt noch gibt. Jung und alt sind auf den Beinen und die Geschäftsleute haben ihre Türen weit aufgemacht. Mittelaltermarkt vor der Matthäuskirche bildet einen besonderen Anziehungspunkt. Kräftiges Malzbier und süßer Met werden ausgeschenkt, während die Musik der Spielmänner und die Tänze der Gaukler die Besucher in ihren Bann ziehen. Händler pflegen das alte Handwerk und preisen ihre Waren an. Wie lebte man damals? War die gute alte Zeit wirklich so gut? All das kann man hier erfahren. Doch eins steht fest: Feiern konnte man damals und kann es auch heute noch.
Bernd Meyer, der Lichtmacher von Melle, nimmt die Besucher abends mit auf seine Tour vor 200 Jahren. Alte Leuchten werden wieder angesteckt und amüsante Meller-Geschichte und Geschichten erzählt. Das fabelhafte Melle entführt die Menschen in eine Welt der Fantasie. Mystische Atmosphäre schafft der große Fackelumzug. Farbenprächtige Fabelwesen tanzen durch die Straßen der Stadt. Die Häuser, in bunten Lichterglanz getaucht, lassen die Innenstadt in zauberhaften Farben erstrahlen. Der Bus trägt die letzten Besucher heran. Das Nachtleben erwacht in Melle. Und es hat sich gewandelt. Statt Ballsaal und Klassik wird in Melle bei Nacht moderne und handgemachte Rockmusik geboten. Klänge verschiedenster Musikrichtungen von jungen und bereits bekannten Bands aus der Region dringen aus den Kneipen auf die Straße. Seit 27 Jahren gibt es nun schon den romantischen Weihnachtsmarkt, der Duft frisch gebackener Waffeln, von erlesenen Süßigkeiten und herzhaften Glühwein schwebt jedes Jahr zur Weihnachtszeit um das Rathaus. Und auch der Nikolaus bringt wie damals die Kinderaugen zum Strahlen. Was da in diesem Jahr wohl drin ist? Ein langer Tag geht zur Neige. Unsere Reise durch Melle endet im gemütlichen Heimathof, heute ein modern geführtes Restaurant. Guck mal.
Und hier hat Opa auch schon gesessen. Lass uns auf den schönen Tag anstoßen. Ja. Ein neuer Tag beginnt in Melle. Wir haben viel gesehen, das noch so ist wie vor 50 Jahren, aber auch viele Dinge, die sich verändert haben. Aus dem beschaulichen Ort von damals ist ein moderner Industriestandort geworden. Eine zeitgemäße Stadt des Grönegaus, die die Jugend und die Vergangenheit pflegt und wohlwollend in die Zukunft blickt.